Ich hoffe, Marcel, der hält das durch. Er hat ja so ein bisschen Höhenangst, aber ich denke. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es Dienstag, den 13. August 2019. Damit Happy Birthday, Elchjörg. Nett. Aber Happy Birthday natürlich. Ja. Er hat uns so wirre gemacht mit dem Elch. Ja, bist du jetzt der Elch. Aber kein Elch gesehen. Nee, aber dafür ein Rentier. Genau. Kühe, Rehe und Schaf. So jede Menge. Wir können Schäfchen zählen. Ja, wir mussten eine Menge ausweichen, sagen wir es mal so. Wobei, wir müssen aufpassen, wenn wir Schäfchen zählen, dann werden wir müde. Geht nicht. Ja, nee, das geht nicht. Beim Autofahren ist das schwierig. Ja, wir haben hier eine wunderbare Nacht verbracht. Zwischenzeitlich kamen noch ein paar LKWs und auch der Fluglärm war noch zu hören, aber so... Ja, 23 Uhr ungefähr war auch Schluss. Und heute Morgen um 7 oder sowas ging der erste Flieger ungefähr wieder los hier. Also die haben auf jeden Fall Nachtruhe hier. Genau, wir haben es auf jeden Fall für diesen Platz auch bei Park4Night hinterlegt, dass die Leute wissen, wenn sie hier stehen. Richtig. Ja, man ist halt mit Fluglärm, muss man rechnen. Mein lieber Stefan. Ja. Wo geht's heute hin? Heute nach Schweden. Ja, das war's nämlich mit Norwegen. Mhm. Unsere Norwegen-Reise ist hier zu Ende. Das heißt, wenn ihr nichts mehr interessiert, was danach kommt, dann könnt ihr jetzt abschalten. Mhm. Ne, so. Ich glaube, so hat das Peter Lustig damals gemacht. Abschalten. Ja, ihr wisst doch schon alles, nicht? Also abschalten, genau. Abschalten. Oder ihr bleibt jetzt dran, weil wir wollen Richtung Göteborg. Ja. Das ist jetzt das primäre Ziel. Ob wir noch weiter runterfahren bis nach Malmö, wissen wir noch nicht. Aber jetzt wollen wir erstmal über Schweden zurück. Wie genau das abgeht, ja, da lassen wir uns selber mal überraschen. Ne? Genau, mal sehen, wie der Rückreiseverkehr wird. Es gibt viele Routen, die da, ich sag mal, nach Hause führen oder in Richtung nach Hause führen. Wir werden uns ja noch ein bisschen Zeit lassen. Wir haben ja auch noch ein paar Tage. Aber wir werden uns auf jeden Fall schon mal in Richtung nach Hause begeben. Und werden nicht die Fähre nehmen von Kristiansand nach Hirtshals, also wie wir es ursprünglich gedacht haben, sondern wir werden den Autoweg dann benutzen. Und wir werden auch nicht Oslo-Kiel nochmal machen, das wissen wir auch. Nein, das wird auch nicht nochmal. Auch wenn wir Oslo jetzt gleich dran vorbeifahren. Genau, das werden wir aber rechts liegen lassen, weil wir haben Oslo uns angeschaut, das werden wir nicht nochmal. Vielleicht einen kurzen Take mit der Action-Cam, wie wir dann vorbei, aber das werden wir sehen. So, nächstes Ziel ist in knapp 28 Kilometer nochmal Wasser tanken. Mhm. Denn das geht hier in Norwegen echt Bombe. Ja. Daumen hoch dafür. Super Land, da muss man sagen. Da macht ihr viel für die Camper. Und ja, weil Stefan jetzt schon die Arme schwer wären, sage ich mal, geht's los. Geht jetzt und dann los, genau. Viel Spaß in Schweden. Bis dann. Nee, stopp. Wir fahren ja nochmal kurz nach Norwegen. Ja, ich wollte gerade sagen. Wasser tanken wir noch in Norwegen. Also jetzt mach auf. Bis später. Einen Zwischenstopp erreicht und sind hier mit voller Pulle am Wasser saugen. Und zwar, naja. Ja, der geht aber richtig ab. Das geht mal 7, 8, 9, also wir werden ganz schnell fertig sein. Mal gucken, wie viel Wasser wir überhaupt brauchen müssen hier. Ja, dieser Platz ist auch bei Park4Night zu finden. Und wie sie da beschrieben haben, auf jeden Fall Fluglärm. Fluglärm gibt es hier eine ganze Menge. Das stört uns aber nicht, weil wir wollen hier nur Wasser tanken. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt innerhalb der kürzesten Zeit jetzt hier mal das Wasser voll ist, aber immer noch nicht. Ich mache mal einen Blick drauf. Naja, 21 Liter, das ist schon eine Menge. Ja, das ist so gut wie unsere letzte Amtshandlung hier in Norwegen. Der nächste Bereich wird dann schon sein, dass wir in Schweden sind. Wir wollen mal zu diesen Euro-Cash laden.
der ist ja bei den Norwegern total verpönt. Aber wir sind dann raus aus Norwegen, also können wir da ruhig hinfahren. Ja, und dann würde ich sagen, melden wir uns von wahrscheinlich schwedischen, wie nennt sich das? Schwedischen Grund wieder, schwedischen Land. Oder vorher, falls irgendetwas Besonderes noch hier stattfindet. Ihr dürft dabei sein, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben schwedischen Boden berühre. Boden berühre. Stefan war schon draußen. Ja. Wir gehen mal ein bisschen rein mit dem Ding, weil ich weiß, wie der Wind ist. Und was muss man sagen? Alles Harrys hier. Ein Harry nach dem anderen. Ja. Wie das wohl so heißt, weil du glaubst es nicht. Okay, ich sehe gerade einen Schweden. Ich muss es zurücknehmen. Na, zwischendurch habe ich auch ein paar Schweden gesehen. Und wir haben die ganze Zeit, seitdem, wo wir Wasser getankt haben, bis jetzt, bis Schweden, keinen einzigen Deutsch gesehen. Nee, keiner. Dann gucke ich einmal raus, sehe ein Wohnmobil, wo kommt der her? Aus Stade. Wo? Hast du den denn gesehen? Der ist da hinten raufgefahren, zu diesem anderen Laden. Der ist da hinten in die Richtung. Unfassbar, da denkst du, bist du erstmal auf Schweden und was siehst du? Stade! Boah, nichts gegen die Stade. Nichts, dass wir jetzt alle Stade hier abschalten, das wollen wir nicht. Ja, wir sind hier bei Eurocash. Wart mal, Grenzenbester, was hier klirrt. Jetzt haben wir eine Wespe im Auto. Jetzt haben wir eine Wespe im Auto. Ja. Eine schwedische Wespe aber. Eine schwedische. Jetzt ist sie wieder raus. Genau. Ja, wir werden da jetzt einkaufen gehen. Weil wir wollen mal wissen, wie das so ist, so als Norweger. Man will sich mal als Norweger fühlen. Genau. Deshalb gehen wir da einkaufen. Und ja, euch wollen wir eigentlich mitnehmen dabei. Alles Gleiche. Bis gleich. Endlich gibt es wieder Nektarinen. Ja, haben wir schon lange drauf gewartet. In Norwegen nur immer in so einer 6er Verpackung. Aber hier gibt es sie einzeln. Genau, für 26,90. Und wir sprechen hier nicht von Europreisen, falls ihr das denkt. Das also Problem, 2,60 Euro ungefähr. Oder ich weiß aber leider nicht. So muss man die eine halten. Ja. Daneben haben wir auch Äpfel. Obwohl, Äpfel haben wir noch zwei, ne? Ja, Äpfel haben wir noch zwei, die brauchen wir nicht. Achso, dann brauchen wir auch keine Tüte. So. Geht's mal weiter. Dann haben wir hier die Gemüseabteilung. Pastinakenwurzeln. Ja, von den Preisen her, glaube ich, ganz normal. Ganz normal. Ja. Ist auf jeden Fall wieder eine ganze Ecke günstiger. Aber der Blumenkohl sieht hier nicht so schön aus wie in Norwegen. In Norwegen. Ja, stimmt. Also ein bisschen schon ja, durchgegangen. So, dann gibt es hier solche Muffins. Wollen wir mal solche Muffins mitnehmen? Ja. Dann haben wir. Nehmen wir die Tiger-Muffins, ne? Haben wir einen Kuchen, ja. Ja. Für 1,59 €. Ja. Kann man mal machen. Wie sieht's aus mit Brot? Da brauchen wir wieder welches, ne? Ja. Toastbrot. Ah. In die Richtung. Wir gucken mal, was wir da so haben, Schönes. Weil da wäre ja Toastbrot gewesen. Vorne wollte ich gerade sagen, war relativ schlichtes Toastbrot. Das ist dunkel. Aber das sind solche Riesendinger. Ja, dann ist das halt so. Solche passen aber gut auf den Toaster. Die hier dann, ne? Ja, nehmen wir die. Sind haltbar bis 17. August. Das reicht. Bis dahin sind wir wieder zurück. Ja. Und kosten
10. 1 Euro. Unter 1 Euro. Also, ja. So, hier gibt es dann solche Kekse, wahrscheinlich nicht mehr unsere. Und Reisgedöns, das wollen wir nicht haben. Wie sieht denn das mit Cola aus? Das ist das Lustige. Die haben hier Cola-Mini-Flaschen. In Glas. Muss man bloß aufpassen, weil das sind schwarze. Hier kostet also eine Flasche, da kommen noch zwei dazu, dann sind das 2 Euro noch was. Ja, ein bisschen teurer als in Deutschland, aber weit nicht so teuer wie in Norwegen. Ich wollte gerade sagen, da hast du das Doppelte bezahlt. So, haben wir die Cola. So, kommen wir mal im Bereich von Chippies. Da hinten haben sie Flips, 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 Flips. Also da ich keine brauche, würde ich jetzt mir auch keine aussuchen wollen. Ich schaue auch nur, weil an sich brauche ich auch nicht, außer sie hätten die, die ich mag. Aber die haben wieder nur dieses von Lays, diesen Scheiß. So, achso, Marmelade. Ist das Marmelade? Keine Ahnung. Doch, Marmelade. Apfelsin. Hier gibt's Apfelsin-Marmelade. Ja, doch, sieht danach aus. Hm. Sylt, Marmelade. Hier gibt's sogar Gelee. Ui. Was ist es denn Leckeres? Schwarzwindbeers. Also schwarze Johannisbeere, rote Johannisbeere. Würde ich sagen. Rönnbergs, das kann ich nicht. Und das hier hast du Schwarzwind. Kann ich auch nicht so ganz so ent. Nehmen wir so eine kleine mit? Ja. Von der roten Johannisbeere. Ja, wir nehmen die rote Johannisbeere. Das ist auf jeden Fall Gelee. Das ist eine gute Sache. Also das erste Mal irgendwie wieder Gelee. In ganz Norwegen haben wir ja nichts gefunden an Gelee. Genau. Also Knäckebrot, rom, pom, pom, rom, pom. Naja, das Knäckebrot ist ja auch klar. So, hier hast du Tee und Kaffee. Kaffee könnten wir ja mal gucken, was hier so Kaffee in Norwegen ist. Ja, das ist ja auch mal ganz interessant. Also Tee, ganz normale Preise. Würde ich auch sagen. Und Kaffee, naja gut, hier haben wir halt... Fertigfraß könnten wir hier kaufen. Ja, das ist hier, muss man ja nicht unbedingt... So, jetzt gucke ich mal, das ist 450 Gramm für 3 Euro. Ja, das geht, das ist günstig. Das sind richtig vernünftige Preise, wir wissen nicht, was klar, ist. Da unten gibt es auch was wiederum teurer, ich weiß nicht, ob das ein Kaffee ist. Das ist Kakao. Achso, aha, Kakao ist natürlich teurer, klar. Aber so an sich relativ normale 500 Gramm hier für 5,30 Euro. Wir zahlen für den Dallmayr pro Domo, glaube ich, in Deutschland auch 6,50 Euro. Also von daher. Und, Stefan? Ist sogar noch günstiger. Sie haben hier die Mini-Packung Nudeln. Das wirst du jetzt gleich sehen, wenn du mal mitkommst. Da bin ich ja mal gespannt. Die Mini-Packung. Oh, die Mini-Packung. Das sind nur so... Das sind ja keine 500 Gramm Packung. Nein, das ist Werbung. Aber witzig. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild erkennen kann, aber die sind jetzt so 500 Gramm, so sehen so aus, als wenn sie, weiß ich nicht, 3 Kilo haben, mindestens. Hallo. Ja. Sind wir wieder raus aus dem Eurocash? Wir haben mal so einen kurzen Überblick gemacht, sage ich mal. Ich denke, das reicht. Wir haben noch die anderen Preise auch noch verglichen. Genau, wir können zum Beispiel sagen, wir haben hier irgendwo Schweinefilet geholt. Jetzt muss ich mal gucken. Also Bratwurst kostet 20 schwedische Kronen. Ja, und wahrscheinlich ist das Schweinefilet das hier, genau, oder? Für 4,49 Euro. Das sind nicht mal oben, 5 ja. Euro, was wir für fast ein, ja, für 550 Gramm Schweinefilet. Das ist völlig normal. Wir haben insgesamt 25 Euro bezahlt. Das hätten wir bei uns in Deutschland dann auch bezahlt. Also von daher, also das ist... Wir können es nachvollziehen, warum die Norweger natürlich hier fahren. Und die fahren hier und kaufen wirklich Massen. Ja. Also das ist ja schon links. Wobei ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Massen gekauft, denn ich kaufe ja so gerne. Stefan muss mal halten. Moment, so. Ich muss sie mal rausholen.
Er hat die Dinger gerne ja, gegessen in Norwegen. Genau, ich habe Norwegen. Alle zwei Tage eine Tüte davon gegessen. Ja, ja. Und hier kosten sie, sage und schreibe, ich muss mal kurz gucken, hier oben sind sie 1,16 €, also fast 1,50 €, Pi mal Daumen. Mhm. In Norwegen haben wir dafür fast immer über 3 Euro bezahlt. Ja, also oder 4 Euro teilweise. Die Hälfte günstiger. Ja, und, mega. Ja, allein die Cola. Die Cola, wo haben wir denn die? Für 21 Kronen. Für 2,10 €. Ungefähr, ja. Also von daher, also, statt 4,50 Euro ist das schon mal eine ganz andere Hausnummer. Eine völlig andere Hausnummer. Ja. Also wir haben eingekauft. Damit sind wir definitiv in Schweden angekommen. Wir fühlen uns jetzt wie echte Norweger. Können bloß kein Norwegisch. Ja. Müssen wir auch nicht. Oh doch, Tack. Das können wir auch hier auch in Schweden. Das ist auch Tack. Das ist auch Tack. Überall Tack, Tack. Ja. Wir haben noch einen Tick-Tack hier oben. Naja, so kann man das auch nicht sein. Nein, alles super hier. Und wie das Wetter spielt ja auch mit. Ja, wir werden jetzt Richtung Göteborg weiterfahren, denn das ist unser Ziel. Und dann schauen wir mal, ob wir uns die Stadt anschauen. Das kommt vom Wetter an und ob man da gut parken kann. Oder ob wir einfach nur einen Schlafplatz suchen. Seid gespannt, wir sind es auf jeden Fall auch. Wir sehen es dann. Bis später. Bis später. So, wir sind, glaube ich, in Strömstad, glaube ich, heißt dieser Ort hier, sind am Tanken. Haben uns ein bisschen verrechnet, was das Tanken angeht. Wir hätten in Norwegen wohl günstiger tanken können. Wir sind hier bei 1,49 €, so Pi mal Daumen. Der Preis, naja, ist nun mal so. Konnte man ja auch nicht ahnen, dass Norwegen dann doch mal günstiger ist, aber wir machen jetzt das Ding voll und ja, dann geht es weiter nach hinter Göteborg. Die Entscheidung haben wir schon getroffen, wir werden nicht in Göteborg anhalten, da fahren wir dann vorbei. Wir sind ja eh nicht so die Stadtmenschen, also schauen wir uns mal an, was die Umgebung zu tun hat und wie halt das, wie nennt sich das, die Natur so hier ist. Ja, Stefan tankt voll. Wieder an so einen Tankautomat und dann sind wir mal gespannt, was es im Endeffekt kosten wird. Das werden wir euch dann nachher sagen. Wir sind in Göteborg und deshalb hält man Stefan schon hier. Ja, Stau, herrlich. Genau. Und warum ist das Stau? Was hast du gerade gesagt? Baustelle. Nein, ich habe gesagt, wir bereiten uns schon mal auf den Staumarathon auf der A7 vor. Denn da müssen wir auch noch durch. Genau, das erwartet uns nämlich die nächsten Tage. Es ist noch ein bisschen hin, weil... Wie gesagt, unsere Richtung geht ja Richtung Malmö. Soweit werden wir auf jeden Fall hier in Schweden bleiben. Weil wir fahren ja Göteborg jetzt vorbei. Das heißt, wir hätten jetzt keine Möglichkeiten mehr, anderweitig abzufahren. So wie wir, von hier könnte man ja Richtung Alesund und so. Alesund? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Alesund heißt das Ding. Oder Aleborg. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas da in Dänemark. Hat eine Abkürzung zu nehmen. Aber... Nö, das machen wir nicht. Wir fahren auf jeden Fall Richtung Malmö und dann ist halt die Entscheidung, fahren wir einmal so quer über die Brücken oder fahren wir bis nach Brøndby, um dann halt dort die Fähre nach Fehmarn zu machen. Das wissen wir noch nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich dann vielleicht schon, weil vielleicht steht das am Anfang des Videos oder in diesem Takes. Wir wissen ja nicht, wann, wie viele Videos noch kommen, also... Vielleicht wisst ihr mehr als wir. Könnte sein. Aber ich kann euch sagen, in dem Moment, wo ihr das Video guckt, wissen wir es auf jeden Fall eher als ihr. Ja. Weil dann haben wir es auf jeden Fall schon Eine erlebt. Logik hier wieder. Ja, völlig unlogisch. Ja, man muss halt Blödsinn erzählen. Man steht halt hier im Stau. Das ist der erste Stau im Schweden und der zweite überhaupt in Skandinavien, den wir haben. Ja. Reicht aber Na gut, aus. Das eine war irgendwie eine Vollsperrung und das andere war ein bisschen Stau, ne?
Ja, egal. Reicht aber aus. Mehr wollen wir nicht. Wir waren recht super durchgekommen. So muss das auch bleiben. Ja. In diesem Sinne melden wir uns von unserem Platz und dann sind wir mal gespannt. Entweder gibt es Filet und Bratwurst aus der Pfanne oder es gibt es auch vom Grill. Ja, das bleibt dann abzuwarten, wie das Wetter sich verhält. Im Moment ist es verhalten. Genau. Schauen wir mal, wie es nachher ist. Wir haben noch gut eine Dreiviertelstunde zu fahren und dann melden wir uns wieder. Also, bis gleich. Es ist 16 Uhr und wir haben einen neuen Platz erreicht. Und zwar hier in, keine Ahnung wie der Ort heißt. Wir blenden es mal ein. Ja, ich habe es jetzt wieder vergessen. Ich habe es gerade gelesen. Ja, den Platz haben wir gefunden bei Park 4 Night. Was lustig ist, die Bilder zeigen diesen Parkplatz, aber das Navi hat uns irgendwie gerade ganz woanders hingeführt. Kungsbacker. Kungsbacker. Hört sich witzig an. Ja, wir sind hier auf einem größeren Parkplatz. Wir würden mal so sagen, für eine Nacht reicht es. Warum stehen wir hier und nicht an irgendwelchen Seen? Ja, Mücken. Davon ja, in Schweden ist es relativ schlimm mit den kleinen Biestern. Genau, und deshalb stellen wir uns lieber hier hin. Es ist nur für eine Nacht. Es ist unsere einzige Nacht, die wir eigentlich auf schwedischem Boden verbringen wollen. Mhm. Im Endeffekt ist es ja eine Durchreise. Genau, wir reisen nur durch und jetzt machen wir eine Pause. Und wir müssen uns auch ein bisschen sputen, denn es kommen dunkle Wolken am Horizont. Mhm. Ihr seht sie noch nicht so wirklich. Doch, ihr seht sie auch ein bisschen, aber nicht so doll, wie wir sie sehen. Na, in die Richtung. Ja, da habt ihr so richtig dunkle Wolken. Und bevor das kommt, wollen wir uns einigermaßen frischer machen als heute Morgen. Genau. Und ja, mal sehen, was dann der Abend noch so bringt. Und jetzt würde ich sagen, damit Stefan nicht wieder voll die Muckis hier in den Arm kriegt, machen wir Schluss. Der ist doof. Und melden uns dann nach dem. Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. Wir schauen. Ich gehe jetzt mal rein. Bis denn. Wir haben es kurz nach 18 Uhr und sind am Grillen. Das heißt, Grillen heißt, ich habe Datensicherung gemacht. Und dieser Mann, Kuckuck, ist am Grillen. Der Willen zum Grillen. Und falls ihr sagt, wieso war das Bild jetzt gerade so komisch? Ja, er steht hinterm Fliegengitter, weil wir sind in Schweden. Und wenn wir in Schweden sind, dann machen wir lieber dieses Moskitonetz da ran, weil nee, dafür haben wir das. Nee, das Thema war, er hat mich ausgesperrt. So sieht das aus. Und er kommt erst wieder rein, wenn das Fleisch fertig ist. Ach, die Würstchen hat er ja schon reingebracht. Was sehr schön ist, wir haben hier in Schweden original bayerische Würstchen gekauft. Sie sind auch aus Deutschland, ich würde behaupten, aber die sind nicht aus Bayern, weil in Bayern habe ich noch nie solche Bratwurst gegessen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ob es bayerische waren, ist die Frage. Genau, das glauben wir nicht. Und auch hier, wir bleiben uns treu, auch in Schweden gibt es den guten Wein von der A. Also der kam wirklich überall mit und wenn alles gut geht, werden wir auch in Dänemark diesen Wein trinken. Dann haben wir bis auf Finnland sind wir nicht gewesen, in allen skandinavischen Ländern diesen guten Wein aus der A getrunken. Jo! Lecker! Und das Gute ist, ich kann ihn trinken und Stefan nicht, weil er ist ja draußen. Tada! Prost! Ja. So einfach. Jetzt gibt es Schweinefilets und dann werden wir mal sehen,
weil wir müssen auf jeden Fall noch umparken. Das heißt, es ist heute alles wirr hier. Hinten ist noch alles irgendwie drin, da vorne liegt schon so viel Zeug rum. Heute haben wir uns keine Mühe gegeben, weil wir einfach noch einmal drehen, weil sonst würde das Blut uns im Kopf steigen und dann haben wir noch mehr Döniken im Kopf und das wollen wir ja nicht, ne? Sage mal, warum stehen wir denn eigentlich so blöde jetzt? Naja, ist doch klar. In die Richtung ist das Heck. Und da haben wir unser Zelt aufgebaut. Das war nämlich im Grünstreifen drin. Da konnte man besser das Zelt aufbauen als andersrum. Aber zum Stehen ist es halt doof. Klugscheißen 100. Nee, 200. 200, sogar mindestens. Besser. Mindestens. Er hat bloß die Frage nicht richtig gestellt. Ja, wie gesagt, wir lassen uns jetzt überraschen, was der Abend noch so bringt. Auf jeden Fall werden wir umdrehen, werden Film gucken und bevor es direkt ins Bett geht, dann melden wir uns auf jeden Fall nochmal, denn wir wollen nochmal berichten, wo es morgen theoretisch hingehen könnte. Jo. So sieht es aus. In dem Sinne, bis später. So, was soll ich sagen? Wir haben dann jetzt mal schön was Schönes, Leckeres gegessen, haben abgewaschen, wir haben alles wieder sauber gemacht, alles wieder aufgeräumt. Wir sind jetzt sozusagen bereit, noch einen Film zu gucken. Morgen werden wir in Richtung Kopenhagen fahren und von dort aus, also sprich über die Öresundbrücke, und von dort aus werden wir dann weiter über die andere Brücke, jetzt wie heißt die denn jetzt nochmal gleich? Großer Belt. Großer Belt, genau. Werden wir die noch nutzen. Also das heißt, es wird morgen ein kleiner Brückentag werden. Ich hoffe, Marcel, der hält das durch. Der hat ja so ein bisschen Höhenangst, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Und dann heißt das zurück den Weg über Dänemark. Mal sehen, wo wir uns dann morgen hinstellen werden oder wo wir morgen landen werden. Das wissen wir noch nicht ganz genau, aber ich denke mal, irgendwas wird sich schon ergeben. Park4Night ist da ja sehr behilflich und wir hoffen, dass dieser Platz jetzt heute hier doch relativ ruhig ist. Aktuell fängt es ein bisschen an zu regnen und wir haben hier auch so eine kleine Fahrschule, sage ich mal, da jemand mit einem Anhänger rückwärts fahren übt. Genau. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis morgen. Das ist Dänemark. Das. Genau, da. Da ist er. Also die Flughafen in Dänemark einkaufen zu gehen. Gibt es die letzten Suppen in Autos zu übernachten? Dann seid doch stolz drauf. Ja. Also wisst ihr Bescheid. Einen auf jeden Fall noch mit roter Plakette. Ich habe gerade Stelle loswerden wollte. Wir können uns auch gerne bei ihr sehen. Ja, mal schauen, ob da Punkte bei Stefan sind. Werden euch dabei egal. Für 1, jetzt haben wir für 1,70.